Heute sind wir im Kreativwerk Victoria zu Greco. Dann fragen wir mal Rebecca, was ist dir durch den Kopf gegangen, wenn du gekehrt hast, in einem Zürich? Zuerst an dein Fond. Und nachher haben wir aber sofort angefangen zu überlegen, was könnt ihr alternativ machen? Wie könnt ihr das Geschäft an euch verkaufen? Und haben nachher uns informiert, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und haben nachher eigentlich hier mit Güte, mit Selbstbedienung können, die zwei Monate können überlegen. Was haben wir genau gemacht? Also wir haben einfach im Prinzip, das war gerade die Zeit, wo wir ein bisschen saisonal waren, das heisst Frühstagsblumen. Und wir haben einfach den Delito im Prinzip vorne zur Verfügung gestellt, die ganzen Blumen uns hier getan. Und die Informationen an die Bordetage, ich kann uns selber bedienen und sollte bitte aufschreiben, was mitnehmen und einfach dann nachher die Tische zahlen. Und wir müssen sagen, es sind alle zum Teil skeptisch gewesen, dass wir das so machen, aber jetzt sind alle vorbeigekommen. Also habt ihr das von Anfang an schon locker genommen oder habt ihr schon mit Power gehabt, dass da nicht alle zurückkommen? Nein. Also wir sind eigentlich mit uns, es kommt auch nie etwas weg oder so. Und wir haben schon des Öfteren im Austag, dass es so gemacht wird, wir die Betriebsferien haben die Sachen vorne gelassen. Und das sind eigentlich wirklich immer. Es gibt auch mal das, ist aber nicht extra vergessen. Aber im Normalfall kommen eigentlich wirklich alle zurückkommen. Also das ist wirklich sehr sorglos. Wir sind halt hier auch das kleines Dorf, da kann man so machen. Verdammt. Hey, wie hat die Idee eigentlich zusammengekommen? Oder ist das einfach jemand um sich herum? Also ich glaube, da war die Idee schon eher an Rebecca. Ich habe schon eher nur mehr Panik gehabt. Das muss ich eher sagen. Das ist schon Rebecca, die da die Idee gebrungen hat und das nachher euch so umgesetzt hat und so gemacht hat. Und würde ich das nächste Mal, wenn nochmal etwas so käme, etwas anders machen oder würde ich die Idee gleich fordern? Nein, ich glaube, die Idee gleich fordern. Das war eigentlich eine super Erfahrung. Und wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, alle zahlen, alle verbeichen, alle haben es sehr geschätzt, dass wir das gemacht haben. Wir haben euch die waren auch gut, haben sie euch geliefert und wir verdienst. Haben einfach ein bisschen mehr Zustand gemacht. Also ja, wir haben ein bisschen mehr Arbeit gehabt. Aber nein, würde ich sicher wieder so machen.